Hallihallöchen, meine Freunde, und damit herzlich willkommen zurück zu Ships at Sea. In der letzten Folge haben wir ja die Aufgabe angenommen, sehr weit hier zu fahren. Nach Elefsnyken. 9 nautische Meilen entfernt. Huch! Was war das jetzt? Gut, das war jetzt ein schneller Wetterumschwung. Machen wir mal hier die Dinger an. Ich hoffe mal, dass die See jetzt nicht noch schlimmer wird. Können wir mal hier die Lichter langsam anmachen. Nee, die Wellen sind besser. Obwohl es regnet, aber andere Fahrwasser jetzt. So, können wir hoch? Nein! Nein! Oh, weg mit der Nudel. Der Note. So, Sprit haben wir auch noch. Muss mal ein Stückchen hier rüber drehen. Ja. Das Dorf hier lädt dran vorbei. Und da gibt es auch eine Refuel Station. In Elefsnyken. Das ist praktisch, denn die werden wir vielleicht sogar brauchen. Hier wollen wir hin nach Elefsnyken. Ist schon ganz schön ein Stückchen, ne? So. Die Sonne geht unter, unsere die Scheiben sehen komisch aus. Sieht aus, als wäre da drin nass. Aber nein, das ist die Scheibe. Schon cool. Coole Ansicht so. Ach, und übrigens, ich glaube in der ersten Folge oder in irgendeiner Folge habe ich gesagt, auf seiner Mütze steht SAS. Was bedeutet SAS? Was bedeutet SAS? Vielleicht Ships at Sea? Maybe. So, die Pakete werden nass. Aber naja, so ist das. So ist das. Kann schon mal vorkommen. Kurs stimmt noch. Da schlägt sich wacker. Schöne große Berge hier. Aber ein bisschen trocken, so ganz ohne Musik. Ja, woran das liegt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Audio-Files an eine bestimmte Gegend gekoppelt sind, dass wir nur in Röst irgendwie Musik haben. Oder sind die jetzt fertig und werden nicht wiederholt? Oder? Ich weiß es nicht. Hier gibt es aber auch nicht irgendwie sowas, ne? Playlist-mäßig sowas hier so. Nein, nur Musik. Die Musik nochmal anzutippen. Bringt auch nicht viel. Ne. Naja. Müssen wir halt in unserem Kopf Musik machen. Oh, hier der Suchscheinwerfer.
Berg will ich nicht zufahren. Die Wellen werden wieder etwas größer. Ich gehe mal hier rein. Hier werde ich nicht so nass. Kann ich hier irgendwo die Musik anmachen? Nur das Logbuch öffnen. Hier mit dem Funk kann ich nichts machen, oder? Oder einen Kaffee trinken? Nein. Das da tut auch nicht. Hier tut auch nichts. Hier kann ich hupen. Lichter habe ich alle an. U-Boot spiele ich auch wieder. Boah. Junge, Junge. Bisschen Strom sparen. Sieht man mehr von außen. Boah, Junge, Junge, ey. Ja, die Wellen werden deutlich größer wieder. Suchlicht hatte ich nicht an. Suchscheinwerfer. Schauen, wie das von außen aussieht. Ah ja. Konnte ich den nicht irgendwie steuern? Aber so machen wir wenigstens auf uns aufmerksam, falls wir doch irgendwie kentern. Andererseits, wir haben nur noch 4 Kilometer, das werden wir ja hinkriegen. Jetzt sind wir dann Storfjellet, das hier müsste Storfjellet sein. Und wir müssen wahrscheinlich dahinter, da wo der spitze Berg rausschaut aus Maser. Der Tank verändert sich auch nicht unbedingt merklich. Also geht. Sonne ist mittlerweile, glaube ich, voll ganz untergegangen. Eigentlich nach vorne Licht? Nö, ne? Nur diesen Suchscheinwerfer. Unser Arbeitslicht hinten und den Suchscheinwerfer. Steuerbord und Backbordlampen. Und Heckleuchte. Und wo kann man sonst nichts nehmen? Nummernschild haben wir auch keins. TÜV ist auch schon abgelaufen. Eieiei. Ja, die See
See wird so langsam dunkel. Ich glaube, ich mache doch mal hier wieder an. Aber da sieht man halt voll nichts mehr von draußen. Voll die Neonröhre. Wenn das mal aufhören würde zu regnen, das wäre vielleicht auch nicht so unpraktisch. Aber irgendwie verändert sich der Sprit gar nicht, oder? Ich meine, gut, das ist ja pro Stunde. Also 19 Liter pro Stunde, das ist, glaube ich, gar nicht mal so viel. Obwohl, so ein normales Auto verbraucht so ein altes Auto, sagen wir mal 10 Liter. Wobei 10 Liter ist schon viel. Wobei, ich hatte auch schon Autos, die haben 25 Liter verbraucht auf 100 Kilometer. Also, ja. Und man fährt ungefähr 100 Kilometer in einer Stunde. Kann man so grob sagen. Also hat man da auch ungefähr einen Verbrauch von 25 Liter pro Stunde. Ja, und hier haben wir jetzt 19,5 Liter pro Stunde. Achso, das seht ihr nicht. Ich bin da drüber. Ja, gut. Ich könnte ja mal ganz kurz mich beiseite schieben, aber naja, lassen wir das. Unter mir, unter meinem, unter meiner Briefmarke ist eben die Anzeige. Stehen die Knoten, stehen die Liter, der aktuelle Verbrauch quasi. Und die Health-Anzeige des Bootes und eine Anzeige, wie gerade der Hebel hier steht. Dass wir quasi gerade Vollgas nach vorn fahren. So, perfektes Wetter, um Boti zu fahren. Wie weit haben wir es noch? Nicht mehr allzu weit. Okay, es ist nicht dieses mit der Spitze da vorne. Das ist das da. Wir müssen noch um die Kurve rum. Wir müssen hier um den Berg müssen wir rum. Sieht man auch noch ein bisschen was hier drin. Naja, wenn man irgendeinen Fischer fragt, dann ist das hier ein ganz normaler Sonntagmorgen-Ausflug. Sowohl vom Wetter als auch vom Wellengang her. Alles easy. Oh, das ist mal ein Berg. Ein Inselchen. Okay, jetzt ist natürlich bei Nacht ein bisschen schwieriger. Solche kleinen Inseln hier festzustellen, dass wir da nirgends drauf schippern. Aber wir sehen sie auf der Karte. Auch hier links unten auf der Karte. Also die da unten. Schon komisch, ich zeige nach rechts bei mir.
und zeigt aber im Endeffekt dahin, da drüben. Obwohl die Karte da ist. Naja. Entschuldigung, Moment, ich mach mal kurz einen. Oh, was ist denn da vorne? Wo fahre ich denn da drauf zu? Ist das ein Felsen? Okay, ich fahre mal weiter nach rechts. Das da? Oder das da? Oder da? Ich weiß nicht, was es ist. Da vorne. Oh, es hat gerade geleuchtet. Das. So fahren wir genau drauf zu. Das hier, was ist das? Oh, da sind Häuser da hinten. Hier wohnt noch jemand, was? Das hier für eine kleine komische Insel. Kann ich hier überhaupt durchfahren? Ja, hier kann ich durchfahren, oder? Aber was ist das? Nein. Nein, weg damit. Hilfe. Ich will da keinen Marker setzen. Ich kann die Nudel nicht removen. Die Note. Aber nicht, dass hier zu flach ist und ich gleich hier aufsitze. Das wäre nicht so gut. Was ist das? Ich kann es nicht erkennen. Ist das ein Leuchtturm? Irgendwie so, ne? So eine Art Leuchtturm wahrscheinlich. Vielleicht auch einer missionsmäßig kaputt. Wo man per Mission dann den reparieren kann. Hier diese einzelnen Häuserchen. Junge, Junge. Also wenn man seine Ruhe will, wenn man keine Nachbarn mag, ja, dann ist das eine Möglichkeit. Nur ist man dann auf so eine Leute wie mich angewiesen, die einem dann hier Baumaterial und Essen und all so ein Zeug bringen. Ach, wenn das endlich mal aufhören würde zu regnen. Der Tank, der pendelt eher so nach halb. So, wie sieht's aus? Hier kommt nochmal so ein Leuchtturm. Wir müssen irgendwo so ein bisschen hier rum wahrscheinlich. Hier rein, ja. Oh nein, jetzt schneit's auch noch, oder was?
Ach du Schande. Ja, dann kannst du die Dinger hier ausmachen. Junge, Junge. Was qualmt da? Da hinten qualmt es auch. Oder sind es Wolken? Ich glaube, das sind Wolken. Oh, zum Glück habe ich die Tür zu. Ekelhaft nass. Und schneeig. Neun Zentimeter. Müssen wir hier rein? Was leuchtet da? Hier rein, oder? Doch, wir müssen hier rein. Hier müssen wir rein, da wo das Licht leuchtet. Da waren auch hier, habe ich Häuser gesehen, ja. Tatsächlich. Da müssen wir hin. Elfsnüken. Wir sind gleich da in Elfsnüken. Das ist ein Wetter hier, Junge, Junge. Hier ist nochmal so ein Leuchtturm da hinten, ja, genau. Wir müssen wahrscheinlich genau dahin, wo das Licht leuchtet. Die haben schon mal das Licht angemacht. Kann man ja schon mal ankündigen. Und nochmal. So, und jetzt, wo lege ich an? Ah, ich glaube, hier sehe ich was. Wo ich anlegen kann. Perfekt. Perfekt möchte man sagen. So. Licht. Interior Light mal aus. Arbeitslicht lassen wir an. So. Ich glaube, ich ziehe das noch ein bisschen ran, oder? Oh boy. Ah, kleines Fischerboot. Ist hier noch jemand? Hallo? Hallo? Guten Tag. Naja, ich leg die Sache mal hier hin, ja? Ja, komm. Ziehen wir das Boot hier noch ein bisschen ran. Ich komme gar nicht drauf. So. Frisch. Frisch ist es hier. In Elfsnüken. So. Ganz leise, die schlafen vielleicht schon. Es ist ja schon 8:30. Aber wir fahren natürlich jetzt auch wieder zurück. Boti, geht's wunderbar. Ja, habe ich jetzt ein bisschen doof hingestellt.
So. Ha, wunderbar. Und wir haben 153.000. Sehr gut. So, dann würde ich jetzt sagen, wir machen erstmal eine Folgenpause, sehen uns dann in der nächsten Folge wieder, wenn es wieder heißt Time to Play Ships at Sea, und bis dahin macht's mir gut. Tschüss.